Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Levelmeister. Mein Name ist Dave und wir spielen Kingdom Come Deliverance. Nach einer zugegebenermaßen recht langen Pause, die ich selbst zu verschulden habe, weil viel Arbeit, wenig Zeit, kurze Nächte. Ja, und jetzt haben wir schon wieder Sonntagabend und es ist kurz nach 8, so ungefähr Viertel nach 8, könnte man auch sagen. Und ja. Ich muss, also es ist 12 Tage her, dass ich gezockt habe, deswegen das Übliche, ne? Erstmal ganz kurz nochmal auf den aktuellen Stand bringen. So, wir sind in der Hauptquest auf der Flucht. Joa, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so an. Mein Heimatdorf wurde von fremdländischen Söldnern überfallen und viele Bewohner fanden den Tod. Ich konnte nicht in die Burg gelangen, bevor die Tore geschlossen wurden, also schickte man mich nach Talmberg, um die Leute dort vor einem ähnlichen Schicksal zu warnen. Ach ja, wir müssen ja hier, ne, unsere Eltern begraben in Skalitz. Und wir können uns ein Pferd beschaffen, verlasse die Burg. Talmberger Rüstung, genau. Ah. Optional. So kommen wir aus der Burg raus, ne? Da brauchen wir die Rüstung für. Das ist A. Ah, dann gehen wir nochmal gucken. Was hat denn die Mappe dazu? Erstmal nix. So, wir sind hier. Da müssen wir hin. Talmberger Rüstung. Gut, dann gucken wir uns doch mal um. Also irgendwo hier. Ach, stimmt, da oben mal die Rüstkammer, ne? Hier. Guten Tag. So, und ich glaube, hier in dieser Truhe, da ist die Rüstung drin. Wir schließen kurz die Tür. Man muss uns ja nicht unbedingt sehen, wenn wir hier das Schlösschen knacken. Ach, wir haben keinen Dietrich. Richtig. Entschuldigt bitte, ich habe das total vergessen. Ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Wo kriegen wir denn jetzt einen Dietrich her? Das ist schon schick, ne? Mit den Wärmeverwirbelungen hier in der Luft. Das ist schon... Kann sich schon sehen lassen, liebe Entwickler. Kann sich schon sehen lassen. So, okay. Dann gehen wir erstmal hier wieder ein bisschen in die Vorstadt. Und schauen mal, ob wir irgendwo ein Händler treffen oder ähnliches. Das ist der Kornspeicher. Guten Tag, junge Frau. Wer sind denn Sie? Dorfbewohnerin. Oh, mit der kann man richtig reden. Gucken, was da so auf uns zukommt. So, gibt es denn hier irgendwo einen Händler? Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Alle haben nur das mitgenommen, was sie tragen konnten. Aber mir scheint, Wotar war der Teichwart, lässt sich nicht mal von Sigismund bei seinen Geschäften stören. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Der Kerl ist dünn wie eine Bohnenstange. Das ist schon mal sehr hilfreich. Hier wegen Sigismunds Armee. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Division so guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Ja. Herr Dibisch ist ein guter Redner im Gegensatz zu dir und im Gegensatz zu mir, denn... Pass auf, wo du hingehst. Halt die... Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. So, dünn wie eine Bodenstange beim Kornlager. Kornlager. Das war doch hier, ne? Vorbeigelaufen. Was für eine Scheißkuh? Schon ein paar Jahre so? 3, um genau zu sein. Gestern Abend war er wieder draußen, glotzt auf das Ding und grübelt. Als Zaunpfahl wird er mehr taugen. Er ist ein Hohlkopf, keine Frage. Was, wenn du rübergehst und mal seinen Kohl zertrampelst? Da nehme ich meine Alte gleich mit. Wird ein nettes Tänzchen. Ja. So, Votova, den suchen wir doch. Wir wollen Guten handeln. Tag. Guten Tag. Zeig mal, was du hast. Hoffentlich ein Dietrich. Wenn du Geld hast. Ja, ein bisschen. Aha. So, Dietrich. Wir haben 25 Dingsies. Wir brauchen was noch. Eine Schatzkarte. 120 haben wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den Dietrich. Den hätte ich ganz gerne. In den Warenkorb. Einer reicht erstmal. So. Dorffleisch, nö, Retterschnaps, 120 haben wir nicht, normalen Schnaps, man muss dabei sagen, Retterschnaps habe ich ja letztes Mal getrunken, um zu speichern, das ist schon wieder hier mit der Textur,
Was ist das? Warum? Also wir haben jetzt keinen Retterschnaps mehr. Wir können also nur noch hoffen, dass wir automatisch speichern. Zwischendurch ist vollkommen okay. So, wieder der BH-Wein. Sonst würde ich eigentlich gar nichts haben im Augenblick. Die Schatzkarte juckt mich natürlich, ne? Aber 120, das kriegen wir nicht hin. Waffen, eine Fackel, Rüstung, Nahrung, Questkirche oder sonstiges. Gut, Verband. 6, komm mal, 24, wenn wir noch ein bisschen runterhandeln. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal den Dietrich. Dann wollen wir das mal so hier, ne? Das ist der Warenkorb. Kann ich irgendwas verkaufen an einen alten Mann? Brötchen, enge uniformene Stiefel, minderwertiger Pfeil. Willst du den haben? Wir brauchen den Augenblick nicht. Wir haben 4 Stück. Komm. Im Augenblick braucht man nicht. Bestimmt später rächt sich das wieder, ich sehe das schon. Aber wir haben nur 3 Verbände, sehr schön. Ein paar alte Zwiebeln. Ach komm. Haben wir noch irgendwas anderes zu essen? Käse, der ist noch gut. Gebratene Ente ist, naja. Brötchen 83. Ja, komm, dann kommen wir die alten Zwiebeln. Die verticken wir mal spontan komplett. So, sind wir noch schon bei 11. Gut, gucken wir mal einen Warenkorb. Ich möchte ganz gerne wieder feilschen. X halten. Gucken wir mal, ob wir den noch ein bisschen runtergehandelt kriegen, den guten Mann. Wir sind ja quasi fremd in der Stadt. Da muss man erstmal ein bisschen gucken. Lässt sich was Vielleicht am Preis machen? Haben wir ja Glück. Ja? Ja, dann sag mal an. So, ja, ich würde gerne mal so, sagen wir mal, ich gebe dir mal 10, Freund. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. 11,50. So, ich gebe dir... Alter, Schatz, also hier unten sieht man ja, unter dem Balken ist ja die Geduld von dem Händler, ne? Ja, ach komm, 11. Ist immer noch ein guter Deal. Mein letztes Angebot. Nun, etwas mehr. Und der Handel steht. Willst du mich veräppeln? Ach komm, dann zahl mal deinen Preis. Was soll's? Da schlag ich zu. Bevor er uns böse wird und den Dietrich nicht verkauft, den brauchen wir nämlich dringend. Okay, haben wir das. Was ist denn hier? Außer dunkel? Oh, ich bin im privaten Bereich. Ich gehe ja schon wieder raus. Entschuldigung. Hast du diese Fremdlinge gesehen? Was? Mich? Genau. Ja, okay. Die Krähen raus. Das sieht irgendwie seltsam aus, alter Mann. Ach, ich wollte den. Kann man ja einfach so mit denen reden, ohne dass diese Sequenz anfängt? Menno. Guten Tag. Guten Tag. Gut, das wissen wir ja inzwischen. Wegen Sigismunds. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Also entweder ist der Mann sehr, sehr schnell, sehr stark gealtert, zumindest äußerlich, weil die Stimme klingt, als wenn er irgendwie 20 wäre. Frischer Menschenknochen gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. Was war das mit Menschenknochen und Scarlett? Junge Frau? Naja. Okay, so, wir haben den Dietrich. Wir gehen mal gucken, ob wir das Schloss knacken können. Kein Aber. Alles ist gut. Verstanden. Hoffentlich. Okay. Ich möchte eigentlich aber bei jedem Gespräch irgendwie stehen bleiben und gucken, was da passiert. Aber manchmal möchte man ja auch ein bisschen vorankommen. Und dann heißt es eben weitergehen. Stur lächeln und winken. Und den Rest ignorieren. So, die Herren? Sehr leicht. Ach du meine Güte, okay. Was muss ich tun? Anhalten, Zeiger, Schloss drehen. Schloss, was? D? Ach, wie geht das? Na, du meine Güte. Wie geht das? Nein! Nein, nein, nein! Ach.
tut mir leid. So, Vladivostov, oder wie der hieß, ich brauche noch einen Dietrich. Ich zahle dir auch weniger dafür. Regen. Wo ist der Regenbogen? Sonne und Regen gibt Regenbogen. Komm schon. Das wäre geil gewesen, wenn du noch einen Regenbogen angeboten hättest. Ne? So, wo ist der Tunis? Da. So. Vladivostok. Sag an. Schade aber auch. Sehr schade. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Handeln. Kann wir handeln? Ja, bitte. Wenn du Geld hast? Nicht mehr so viel wie vorher. Dummerweise. So, wir haben noch 14. Oh, das kriegen wir doch nicht hin. Ah, scheiße. Pass auf. Ja, wir kaufen noch einen Dietrich und dann... Was haben wir denn noch was Wertvolles? Nix. Gebratene Ente. Drei Stück. 15. 12,30. So, dann kriegst du noch Ringerblumenaufguss. Das nochmal gewesen. Kuh. Heilt binnen einer Minute leichte Wunden und die Auswirkung eines Katers. Einbehalten wir. So. Dann haben wir jetzt 4 und ein paar. Okay. Pass auf. Trotzdem falschen wir noch. Das lassen wir uns ja nicht entgehen, diese Möglichkeit. Wie geht das, wenn du Schloss nicht was am Preis machen? Ärgerlich. Selbstverständlich. So, diesmal andere Seite. Wir gehen nochmal einen Taler runter. Pass auf, ich bin jetzt mal dreist. Nehmen wir mal das. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ach, er geht wieder 50 runter. 0,50, um noch zu sein. Ich muss mal ganz kurz husten. Moment. Entschuldigung, ich musste OBS neu aufsetzen. Ich habe gerade keine Taste mehr für Mikrofon stumm schalten. Das habe ich vergessen. drei vielleicht? Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Das ist aber eine harte Nuss, der Mann. Ja, komm. Na gut, einverstanden. So, jetzt, aber hier, ne? Sowas von, das muss jetzt klappen. Das muss jetzt klappen. Ich guck vorher mal, das ist natürlich eine Idee, die wir vorher machen können, ne? Wir haben doch hier einen Kodex. So, soziales Charakter-Tutorials. Schlösserknacken. Schlösserknacken. Zum Knacken von Schlössern benötigst du mindestens einen Dietrich in deinem Inventar, wobei mehrere Dietriche besser wären, da sie nach und nach abnutzen und sogar zerbrechen können. Um ein Schloss zu knacken, halte E gedrückt, während du das Schloss anvisierst. Es erscheint ein Diagramm des Schlossmechanismus. Hier musst du den richtigen Punkt finden, an dem du den Dietrich einsetzt. Wie nah du diesem Punkt bist, signalisiert die Größe des Zeigers, der sich golden färbt, sobald du den Punkt gefunden hast. Aha. Drehe anschließend mit dem Dietrich D den gesamten Mechanismus. Die Bewegung des Dietrichs muss mit der Rotation des Mechanismus harmonieren. Da die Rotation den zuvor gefundenen optimalen Punkt für Schlösserknacken ändert und den du ihn nicht verlieren darfst. Alter, was? Wenn du versuchst, den Mechanismus zu drehen, obwohl sich der Dietrich nicht in der richtigen Position befindet, haben wir gerade gemacht, blockiert der Mechanismus, was den Dietrich beschädigt oder ihn sogar zerstören kann. Check. In beiden Fällen entsteht ein Geräusch, das ungewollte Aufmerksamkeit erregen könnte. Geht der Dietrich zu Bruch, ist das Geräusch lauter. Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. So, also wir müssen jetzt mit der Maus quasi den richtigen Punkt finden, bis das Ding gülden wird. Und dann müssen wir mit D das Ganze drehen und mit der Maus immer schön auf diesem Punkt bleiben. Nicht leichter als das. Ein bisschen anders als in Skyrim oder in Fallout oder sowas. Aber mal was Neues. Ist ja nicht verkehrt, ne? So. Ist hier irgendjemand? Hey.
sehr leicht. Ich bin ja mal gespannt. So, wo ist denn da? So, jetzt müssen wir mit D drehen. Oh, scheiße, da muss ich ja mit. Stimmt, ich muss ja mitgehen. Ach du Kacke, wie nee. Oh. Warte mal. Ich bin cool. Ich bin ganz cool. Alter Finn. Oh. Das ist aber schon. So, wir haben alles geklaut, was wir klauen mussten. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn wir das jetzt hier anziehen. Das würde ich gerne speichern. Jetzt würde ich gerne speichern. So, wir ziehen einfach den ganzen Scheiß jetzt mal an. Jagdhandschuhe, leichte gepolsterte Rüstung. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die Jagdhandschuhe. Alter, warum ziehst du das denn wieder aus? Jehel. Nackenschutz. Verzierter roter Wappenrock. Gepolsterte Bunthaube. Hier nehmen wir mal Becken. Haube. Können wir das irgendwie ausrüsten? Ausrüsten. Ah, jetzt komme ich dahinter. Das war so eine Vorschau, sowas in der Richtung. Den Nackenschutz. Das Ding ziehen wir aus. Das Ding ziehen wir an. Aber eine Buchs haben wir nicht dazu gekriegt, ne? Nur den Dreht. So haben wir alles andere, was wir geklaut haben, damit wir auch aussehen wie ein Talmberger. Ja, ne? Ja, gut. Ob der Händler das wohl kauft? Das wäre natürlich. So, hoffen wir das Beste. Ansonsten gibt es ja noch einen Speicherstand, der gar nicht so lange her ist. Ich habe ja nur viel Schwachsinn gelabert und mich öfters mal vertan. So, ich gucke nochmal ganz kurz sicherheitshalber in den Questlog. Beschafft dir ein Pferd, verlasse die Burg. Okay, wir gucken mal. Wir haben ja noch unser Pferd hier geparkt, ne? Das war das, was vor dem Speichern, nämlich immer so hübsch rumgetrabt ist. Ich bin gar nicht da. Das dürfte das hier sein, ne? Pferdchen. Ulena. Pferd. Aufsitzen und stehlen. Aufsitzen. Siehst du, hier kann man nicht aufsitzen. Während der Rest nur gestohlen werden kann. Das ist sowieso vom Chef. Aufsitzen und stehlen. Das ist schon von der Lady hier. Ich weiß nicht, warum mir das so die Eingebung ist, aber. Okay. Dann sitzen wir mal aufs Pferd. Auf. Haben Pferde eigentlich Rückwärtsgänge? Offensichtlich nicht. Nun denn. Schönen guten Tag. Ja, ich bin ja von der Wache, ne? Tag. Rutsch mal ein Stück. So, weg. Ich habe Termine. Wichtig, muss Kippen holen für den Chef. So, hier. Tor. Mach mal auf. Drecksack. Guten Tag. Ich möchte bitte durch. Ich möchte bitte durch. Ich möchte bitte durch. Hallo? Oh Gott, muss ich jetzt echt absetzen wegen dem Arschloch. Entschuldige, ich meine, ich habe nichts gesagt. Gott sei mit dir. Und mit dir, mein Freund. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Sagt wer? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und das ist komisch, da du ja unsere Farben zu tragen scheinst. Ja, Hauptmann Robert schickt mich nach Uschitze. Immer lustig. Ich bin Herrn Divischs Bote. Du kommst keinen Ärger. Du hältst Herrn Divischs Boten auf. Na gut, ich zahle. Okay, da haben wir am wenigsten Möglichkeit. Du bekommst keinen Ärger.
Du hältst Herrn Divish Boten auf. Die beiden Optionen haben denselben Wert. Ich bin ja eigentlich für das hier. Ich will dich nicht zum Narren halten. Ich habe alles getan, damit du keinen Ärger bekommst, wenn du mich rauslässt. Und ich wäre dir dankbar, wenn du mir auch keinen machst. Glaubst du, ich bin blöde? Der Hauptmann reißt mir den Arsch auf, wenn ich dich rauslass. Und wenn Herr Robert erstmal zornig ist, kennt er keine Gnade. Verdammt. Das ist wohl wahr. Andererseits hast du dich so hübsch rausgeputzt. Dem Alten wird's nicht gefallen, aber ich könnte den Dummen spielen und mit einer Schimpftirade davonkommen. Wenn es sich für mich lohnt, versteht sich. Dann halt bestechen. Ich habe ja nur 10,60. Und der will 15? Das ist den Anschiss nicht wert, den ich vom Alten bekommen würde. Aber sei froh, so wirst du wenigstens nicht umgebracht. Scheiße. Okay. Wir sitzen nochmal auf. Da gibt es hier noch ein anderes Tor. Wir haben bisher noch das kennengelernt. Wir können einfach mal durch die Festung hier ein bisschen durchreiten, ne? So, weg. Weg. Warum haben Pferde keine Hupen? So, komme ich da oben rum vielleicht noch? Die Pferdesteuerung ist ein bisschen schwierig. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aha, aha. Könnte ich nicht auch einfach über die Mauer klettern? Das muss auch eine Option sein, eigentlich. Okay, das sind Bogenschützen. Oh, Leder. Meinst du, wir schaffen das? Braves Pony. So, da hinten kommen wir auch nicht durch. Das ist der einzige Ausgang, ne? Oh. Nun. Der will 15 haben, ne? Hilft nichts, wir müssen unsere Eltern begraben, also verscherbeln wir unser letztes Hab und Gut. Hab und Loot, sowieso. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Habe ich eben nicht, deswegen möchte ich ja was von dir, weißt du? So, verkaufen. Wir haben noch ein paar Äpfel, das bringt uns nichts. Die Beinlinge brauchen wir noch, sonst kriegen wir kalte Füße. Bisschen Käse, leicht gepolsterte Rüstung brauche ich noch, die Nadel. Nadel ist ein Schwert, ne? Das ist natürlich. Wieso haben wir das nicht angelegt? Retterschnaps, Ringelblumenaufguss, den würde ich gerne behalten. Ein paar Verbände und ein roter Wappenrock. Scheibenhonig. Ja, komm. Hier, gebratene Ente. Ist sowieso am Verderben. Schmeißen wir in den Warenkorb. Den Käse. Zwei Stück. Sind wir bei 5,80, wir haben 10,60, müsste eigentlich reichen, um den Drecksack da vorne zu bestechen. Salbei, 5 Stück, ist auch nochmal einer, falls der jetzt doch irgendwie meint, er müsste, komm, wir können auch mal ein bisschen falschen, dass wir ein bisschen mehr wollen dafür. Soll mal seine eigene Kost schmecken, der komische Händler. Vladivostok. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Na, natürlich. So, 5,80, ich würde mal sagen, was, halte, achso, jetzt geht es immer noch nach unten. Ich hätte gerne dafür, 6,50, vielleicht. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher, noch etwas weniger. Pass auf, wir probieren nochmal mit 6,30, da zählt jeder Groschen. Dann halt nicht. Oh. Können wir handeln? Verflucht. Wenn du Geld hast? Nee, habe ich ja nicht. Mein Gott. Verkaufen. Also. Die gebratene Ente. In den Warenkorb. Und zwei Käseleibe. Zup. Bop. X. Wir versuchen trotzdem nochmal zu falschen, auch wenn das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Ja, dann mach. Wir haben noch keine Zeit.
Ach komm, wir machen mal eine schöne Runde Summe, oder? Das muss doch funktionieren. Ist das genug? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. 80. 85. Hätte vorhin auch gekriegt. Alles egal, komm. Einverstanden. Wir brauchen die Kohle. Was soll's. Ist ja nur Futter. So. Gehen? Da-di-da-da. Der Soundtrack ist der Hammer. Ich muss hier raus. Sagt wer? Ich hab dich noch nie zuvor gesehen. Und das ist komisch, da du ja unsere Farben zu tragen scheinst. Ah, wir kriegen also eine neue Chance. Natürlich ein bisschen. Gut, dass wir da gerade nicht gewonnen haben bei dem Herzchen hier mit der Krone, ist kein Wunder, der hat einen doppelt so hohen Wert. Wir können ja mal das probieren, bevor wir das Geld ausgeben. Lass diesen Scheiß und mach das Tor auf. Du bist nicht hier, um Fragen zu stellen. Oder soll Herr Robert erfahren, dass du Herrn Divischs Boten aufhältst? Oh, ist der gut, ja. Ist der gut. Falsche Knopf. So, ciao. Freiheit. Freiheit. Und es regnet in Strömen. So. Cool. Dann schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Das ist die lokale Karte. Was haben wir denn hier noch? Unerforschter Ort, Aktivitätengeber. Das ist der Kampfplatz, ein Bettchen, Bäcker und da haben wir auch noch einen unerforschten Ort, da gehen wir gleich mal eben hin. Ne? Ja, das machen wir mal. Und dann müssen wir zurück nach Scarlet, das war... Oh Gott, das ist ja ein ganzes Stück. Da, okay. Vielleicht können wir uns mal eine alternative Route anschauen. Da müsste irgendwo hier müsste noch was lang gehen. Wir gehen aber erstmal. Oder sollen wir erstmal die Quest machen? Nee, ich will erstmal erforschen. Erstmal gucken wir uns jetzt den unbekannten, unerforschten Ort an. So ist schön. So gefällt es mir. Geiles Spiel bisher. Man kann es nicht anders sagen. Aber es hat dummerweise auch wieder dieses Suchtpotenzial, genauso wie so ein Witcher oder sowas. Und ja, es ist halt, wenn man relativ wenig Zeit hat, man hängt sich dann immer an dem Spiel fest und dann zockt man versehentlich, so ganz aus Versehen, rein zufällig, so bis 2 Uhr nachts. Und am nächsten Tag ist man auf der Arbeit und muss sich mit Monstern vollpumpen, damit man da irgendwie klarkommt. Bisschen schwund. Sind wir schon noch vorbeigelatscht oder ist das hier um die Ecke? Ups, sorry Pferd. Müsste irgendwo hier sein, ne? M? Wo bin ich denn? Ja, genau. Gut. Das ist da vorne, wo die... Ist das eine Nonne? Wäre möglich. Ah, das Badehaus. Guten Tag zusammen. Cool. Bist denn du? Badinhaberin. Nee, möchte ich gerade nicht, aber danke. Ich möchte die Dienste noch nicht in Anspruch nehmen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit unseren Werten hier? Wir sind bei 60 Energie, 60 Sattheit, Geräusche, Gesundheit, Energie. Wo ist denn hier nochmal Beinrüstung? Achso, Sauberkeit war irgendwo anders, ne? Spieler. Können wir schon wieder aufwerten? Nee. Also da müssen wir hier einen Punkt haben, ne? Das sind die Spezialisierungspunkte, genau. Okay, cool. Badehaus später mal. Was ist das? Ach, Entschuldigung, ja, ich gehe ja schon. Ich wusste es ja nicht. Hätte nicht irgendwie so ein rotes Samtband hier entspannen können. Okay, wir haben schon mal das Badehaus entdeckt.
voll gut. Dann... Ja, das ist ein Pferd, Mädels. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, selbst. Also... Das ist jetzt nicht irgendwie, dass das Pferd da dafür kann. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen und weggehen. Sonst kriegt er nun mal eben so einen Huf ins Gesicht. Das kann dann passieren. So, da ist das Badehaus. Hier war doch noch irgendwo ein Ort. Hier. Rechts rum. Rechts rum. Links rum, rechts rum. Entschuldigung. Dann wieder links rum, über die Brücke. Na ja. Da lang. Ach, Schnauze. So, hier runter. Ein Schwein. Tag, Schwein. Sieht ein bisschen aus wie von, hier von Teenage Mutant Ninja Turtles. Da gibt es auch so ein Mutantenschwein, das hat auch so eine Frisur. So, hier. Klapper. Unterkunft. Ja, gut zu wissen. Dann zum nächsten unerforschten Ort. Der war doch auch hier irgendwo, oder? Gab es da nicht noch mehr? Ach, da unten nochmal. Okay, dann müssen wir ein Stück zurück und dann hier diesen Weg hoch. Ein Stück zurück. Ist das hier? Könnte sein. So. My cabbages! Entschuldigung. Muss doch mal durch. So, was haben wir denn hier? Ein Fischer, ne? Sieht so aus. Bin ich wieder im privaten Reich geritten? Im privaten Bereich. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ich bin vollkommen verkehrt. Entschuldigung. Ich muss da. Auch das kann mal passieren. Das beste Navi verläuft sich schon mal. Kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wenn so mein Navi und ich haben regelmäßig Streit. Ich gewinne dann meistens. Na, das war gelogen. Das Navi gewinnt. So, wir müssen jetzt hier links. Und dann hier, ne? Warte, ich guck nochmal eben nach. Ganz kurz. Ja, okay. Ja. Boah. Entschuldigung, ich bewundere die grafische Qualität dieses Stücks Software. Sieht einfach nur genial aus. Oh, Entschuldigung. Pferd. So. Ich wollte euch nur ein bisschen mich umgucken. Guckt euch das an. Schön. So, Pferdeäpfel. Freunde von dir. Ulena. Oh ja, das sieht gesund aus. Guten Tag. Jäger. Oh, kann man hier vielleicht was lernen? Warte. Darf man da sitzen? Tag. Nikolas. Ey. Nikolas? Ich hab noch mal eine Frage. Nikolas. Guten Tag. Kann ich helfen? Manche Leute können dir etwas beibringen. Für einige Lektionen musst du allerdings die Grundlagen kennen. Es mag mehr als einen Ausbilder für eine Fertigkeit geben, doch stets gibt es 4 Lektionen zu lernen. Dann gucken wir doch mal. Jagen. Ja. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Okay, Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ach nö. Wir haben nix. Dann anders. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, gut. Aber wir wissen schon mal, wo er ist. Dann können wir irgendwann, wenn wir mal ein bisschen reicher sind, mal unsere Fertigkeit ein bisschen steigern. So. Onena, weiter geht's. Beidrehen. So. Vorsicht. Wisst ihr was? Mit dem Ausblick
verlasse ich euch für heute und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.